Ich dachte ja, zu Weihnachten möchte ich euch mal mitnehmen in meine surrealistische Bilderwelt, Welt der Symbole. Was würde sich da besser anbieten als mein allerletztes Gemälde? Ich hatte sogar den Namen schon vergessen. Possenspiel. Wie treffend. Seit Ende Dezember 2015, nach meiner Überdosis, sitze ich an dem Bild 1300 Stunden, über 1300 Stunden. Und ich bin nicht fertig. Ich konnte es nicht abschließen. Das ist mir auch ganz schön traurig. Aber nun lasst uns eintauchen in mein Kopfkino. In meine Welt der Symbole. Des Fotosurrealismus. Ich habe ein neues Wort erfunden. Ich sollte mir das patentieren lassen. Im Zentrum des Ganzen sieht man mich sitzen, etwas zusammengekauert. Nur die rechte Seite öffnet sich. Der rechte Arm streckt sich ein wenig in die rechte Seite hinein. Die rechte Seite steht für die Lichtseite, die Seite des Lebens. Was keiner sieht, ist dieser winzige Blutstropfen, der da von meinem Zeigefinger perlt, ist leider auch nicht fertig. Da fehlt noch das Rot. Das sieht keiner, er ist so winzig. Und auf dem Arm sitzt der schwarzbraune Trauerfalter. Das Symbol meiner eigenen Trauer. Ein Hinweis darauf, dass es mit dem Malen, mit dem rechten Arm der rechten Hand zu Ende geht. Und von wegen Possenspiel. Eigentlich blicke ich nach rechts. Hinter mir ist die dunkle Seite, ist die Nacht, die Depression. Aber ich scheine fast zu liebäugeln mit der hellen Welt des Optimismus auf der anderen Seite. Und deswegen dieses verschmitzte, leichte Lächeln. Und keiner sieht, was sich darunter verbirgt. Keiner. Denn auf der hellen Seite ist viel zu viel Leben, viel zu viel Trubel. Ja, ich habe mittlerweile vergessen, welche Schmetterlinge ich ausgewählt habe. Ich nehme an, dass links unten soll ein grüner Silberstrich sein, also ein Kardinal, ein Sommerfalter, Edelfalter. Darüber ein Schachbrettfalter, ein Segelfalter. Ihr wisst ja alle, die Nebelkrähe ist das Symbol schlechthin für meine eigene Seele. Und das hier ist der Eichelhäher, ebenfalls ein Rabenvogel. Und die Verwandtschaft platzt sozusagen wie der uneingeladene Gast in die Party herein und flattert und schreit: Seht mich an, seht nur mich an, seht, wie wunderschön ich bin, was für ein wunderschönes Gefieder ich habe. Und ich habe solche Schmerzen zu erdulden und ich muss so leiden, so leidet sonst keiner. Und zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Und man verliert aus den Augen, was dahinter passiert, was mit mir passiert, mit den Schmetterlingen über und hinter mir, vom Bild aus betrachtet auf der linken Seite. Die ganze Welt. Alles um mich rum bekommt einen Schlagschatten, bekommt Schattenseiten, zwei Seiten, eine helle und eine dunkle. Als erstes zu sehen ein C-Falter, dann irgendein Bläuling, dessen Name mir entfallen ist. War es ein Hauhechelbläuling? Hier nun der Inbegriff für mein Leben im Sommer, der orangerote Heufalter. Und man sieht eben eine Vorderseite und eine Rückseite. Und dann wird es Nacht. Die Nachtfalter kommen. Ein großer Nagelfleck, nicht fertig. Etwas weiter unten, der Totenkopfschwärmer, ebenfalls nicht fertig.
Und dieser berührt mich, berührt meine linke Seite. Der Tod sozusagen hat sich meine linke Seite bereits vor langer Zeit geholt. Die Behinderung ist sozusagen Teil meines Lebens. Und da dazwischen, der Inbegriff meines Lebens, das Symbol für mein Leben, der männliche Aurora-Falter. Der hat keine zwei Seiten. Der ist unberührt und rein. Und es scheint beinahe so, als würde er mich angucken und mich fragen, was ist los? Wie soll es weitergehen? Wie soll das alles weitergehen? Ich beginne mich auch aufzulösen. Das Schwarz fließt aus mir raus und scheint sich den Aurora-Falter bereits gekrallt zu haben. Und etwas tiefer, weil Nachtfalter, wir befinden uns in der Nacht, da macht sich die nächste Verwandtschaft aus dem Staub, still und heimlich. Denn wir haben ja den Eichelhäher, der dafür Rabatz sorgt und alles ablenkt. Und diese andere Verwandtschaft, die Dohle, in der Dunkelheit flattert sie davon. Was hat sie angerichtet? Was hat sie angestellt? Was hat sie mit mir gemacht? Hat sie mein Leben zerstört? Und dieses Schwarz wird weiter fließen und fließen und wird alles kontaminieren, das gesamte Bild kontaminieren, alles wird schwarz, ich werde nur noch schwarz sehen. Bis das Possenspiel endet, das Lächeln erstirbt und ich sterbe. Vielleicht versucht auch ihr, etwas weniger Possenspiel zu betreiben. Seid so, wie ihr echt seid. Versteckt nichts. Versteckt euch nicht hinter einer Fassade. Das tut euch nicht gut. Die Welt soll sehen, was für hässliche Schlagschatten ein Leben haben kann. Vielleicht lernt sie dann damit umzugehen. Oder wenigstens mal nachzufragen. Also insofern wünsche ich euch wirklich frohe Weihnachten. Genießt das Leben, solange es noch da ist. Mit allen Vorzügen, allen Stolpersteinen. Und lasst es euch gut gehen. Tschüssi.